So, Keine wir gehen in die Ausdauer. Kiste. Ausdauer Ich ist muss mir auch mal kurz einen gut. Snack reinhauen. Ups. Der ist ja voller Leidenschaft da so reingefallen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ach da. Der liegt nicht besonders schön, warte. Du kannst es nicht. Das ist ein Bein. Es dreht sich einmal hier um ihn herum. Also, ich finde, er liegt da ganz gut. Gott, der guckt auf der anderen Seite raus. Jetzt hat er Zuckungen. Alter. Bei mir macht er nichts, aber der hat auch keinen Kopf. Sein Kopf ist irgendwie unten in Holz rein. So, können wir da jetzt schlafen? Jetzt können wir schlafen. Okay. Mal gucken. Liegst du in meinem Bett? Nein. Oh, natürlich jetzt nicht. Wird's kuschelig. Oh. Oh. Ja, das war aber eine okay, schöne jetzt Nacht. Geht's. Ah. Ja? Faulpelz. Ii, was ist denn das? Sein Fuß geht in seinen Hintern. Siehst du das? Der tritt sich selber in den Arsch. Ich glaube, er macht Yoga. Okay. Also eins muss man sagen, sportlich sind die Jungs. Ja, das stimmt. Ja. Dieses Du hast Durst, findest sauberes Wasser erscheint bei mir oben am Bildschirm. Du, echt? Ist unten die Leiste so voll bei dir? Nö. Also bei mir erscheint es unten. Unten okay. Links. Das Bett sieht aus, als ob da Fleisch getrocknet wird. Ja. Da liegt auch totes Fleisch als Matratze drauf. So, wollen wir in die kleine Höhle rein da hinten oder wollen wir in eine größere Höhle? Ich würde sagen, jetzt oder nie. Ich habe halt nur Schiss, dass wir in eine Höhle gehen und dass das Spiel wieder zu Ende ist. Also es geht immer so schnell. Dann habe ich keine Lust mehr zu bauen. Weißt du, was ich meine? Oh, mimimi. Es kommt ja eh dann Generation Zero. Ja, aber das soll auch ein bisschen weitergehen. Das macht doch gerade Spaß. Geh mal hier runter. Wo bist du? Folge dir. Warum läufst du so langsam? Um meine Ausdauer aufzusparen. Für was? Um brauchst du doch nicht. Wenn irgendjemand kommt und mich holen möchte. Ach, killen die einfach. Ja, es gibt einen Kreativmodus, wo man wild drauf rumbauen kann. Allerdings nur im Singleplayer, wenn man durchgespielt hat. Und noch einer. Und der Kreativmodus im Multiplayer, der erscheint über die Cheat-Konsole, kann man den aktivieren. Offiziell. So. Ist auch viel so vorgesehen. Da rennt wieder einer um mich herum. Der ist bei dir irgendwo da hinten. Also ich merke, im Wald ruckelt es mehr. Echt? Bei mir ruckelt es gar nicht. Also bevor ich die FPS-Zahl wegen OBS auf 60 fixiert habe, habe ich im Wald über 200 FPS gehabt. Also ich glaube, das ist weniger problematisch. Ich glaube vielleicht, dass du bei, also es muss ja mehr geladen werden hier. Und das ist vielleicht, du hast es ja momentan noch auf der HDD, dass es deswegen vielleicht ruckelt. Stimmt. Ich soll das glaube ich auch auf die SSD machen. Ja, das kann sein, dass es vielleicht deswegen halt beim Laden halt ein bisschen ruckelt. Weil ich hab's, ist nicht so groß, aber für die Faust müsste es reichen. Ist ja gar nicht so groß, glaube ich, das Spiel. Ja, das mache ich dann, wenn wir hier die Aufnahmesession fertig haben. Dann. Ja.
Ziehe ich The Forest in auf die SSD. Hört sich gut an. Ich glaube, Generation Zero haue ich da auch gleich drauf. Auf die SSD? Hm, mache ich aber auch. Weil auf der HDD, ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt schon so optimiert ist, dass es dann ja, halt von Anfang an gleich gut läuft. Wenn es dann blöd läuft, nicht gut, kann es ja gleich bei der HDD gleich zu Problemen kommen. Ist das eine Insel da unten? Sind wir schon da? Du bist schon da. Ich weiß nicht, wie du hier so ist ein, immer so lange rennen kannst. Hier ist ein Boot. War da was drin? Was machst du? Jetzt wäre ich fast über die Klippe geflogen. Oh, ich dachte, da wären wir hier. Ich wollte gerade zu dir. Oh, ein Bambi. Zwei. Ja. War hier irgendwas? Warum Wege nehmen, wenn man Felswände runter surfen kann? Genau. Warte mal. Hab ich? Ah, ich habe keine Schildkröte dabei. Schade. Ah, ich hätte eine geben können. Ja. Ja, stimmt. Ich bin vorhin auch in Minecraft in eine Klippe gesprungen und jetzt eben fast auch. Aber in Minecraft habe ich es überlebt mit der Klippe. Ne, ich dachte, vielleicht kann man einen Seestern irgendwie aufspießen und essen. Wollte gerade fragen, ist dir langweilig? Naja, ich meine, die kann man nicht in die Hand nehmen, aber die meisten Sachen kannst du da irgendwie abschießen. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man es abschießen. So, hier hinten bei der Insel war die Höhle, oder was? Hm, zwischen den beiden Inseln quasi. So im Ernst. Hier irgendwo eine Base. Uneinnehmbar. Ich habe gesehen, da haben welche auf der Insel ihre Base gebaut. Das wäre doch eine Idee. Aber das ganze Holz hier runter zu schaffen. Mordsarbeit. Ja, das geht im Multiplayer mit 5-6 Leuten bestimmt zügig. Ja. Ja, mal gucken, wir können uns vielleicht später mal was überlegen. Ich weiß allerdings nicht, ob hier irgendwo ein Hai schwimmt. Ich will nur gucken, ob hier irgendwie ein Waffenteil oder irgendwas war. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ein Hai? Ja. Ja, da sind noch Schildkröten, falls du eine Schildkröte, falls du einen Panzer haben willst. Oh ja, Schildkröten. Entdeckung. Kröten. Na toll, das war nix. Rüterkraft. Das ist schon eher. Ich nehme. So. Fortnite kann man Berg runterrutschen, ja. Ich habe Fortnite ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich hab's gespielt, aber. Also, ganz ehrlich, mir gefällt's irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich mag dieses Comicartige nicht. Naja, das stört mich weniger. Hier ist nichts, ne? Nee. Nein. Siehst du hier irgendwo eine Planke schwimmen? Ich zieh schon mal meine Tauchausrüstung an. Habe ich auch schon mal. Planke. Irgendwo im Wasser müsste eine Planke sein. Ich gehe nochmal hier rüber. Guck vorne mal von hier. Irgendwo links ja, muss es sein. Fortnite Max. Hm? Ah, hier, LOL King. Ach so. Mag Fortnite. Ja, wie gesagt, ich habe mich damit nicht befasst. Das ist für mich so zu sehr gehypt gewesen. Und da mache ich dann immer so ein bisschen Bogen drum. Weil man stellt dann Erwartungen an gehypte Sachen und dann werden die eh nicht erfüllt. Ich schwimme mal in die Richtung und guck mal, ob da irgendwas ist. Ja, schwimm du. Haifutter. Ja, so fühle ich mich.
Zumal man mit der Tauchausrüstung wirklich nichts sieht im Wasser, ne? Aber ich finde es gut, dass eine Lampe dran ist, wenigstens. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich hab's. Wo hast du's? Ich glaube schon. Irgendwas schwimmt hier. Ob's das ist? Ich schwimme nochmal zurück. Ich brauche doch nochmal eine Tauchglasse. So, kannst dann einfach zu mir schwimmen, wenn du mich dann siehst. Ich stehe quasi im Wasser. Du stehst auf dem Wasser. Ja, auf dem Wasser. Jesus und so. Ich bin Chuck Norris. Nein, bei Chuck Norris würde das Wasser auf dir stehen. Da ständest du unter dem Wasser und du könntest das Wasser mit einer Hand hochhalten. Jesus steht über dem Wasser, Chuck Norris steht über Jesus. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, die Chuck Norris-Witze haben auch irgendwie nachgegeben, ne? Die sind ja auch schon fast 20 Jahre alt. Die werden ja schon 20 Jahre fast gerissen. Ja, das weißt du als alter Mann ja. Was weiß ich doch nicht. Selbst deine Mutter wisse. Deine Mutter Witze wisse. Ich hab grad deine Lippen gesehen. Ja, da bist du heiß geworden, ne? Sah aus wie ein Fisch. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Unter Wasser, ja, ist klar. Kannst du das nicht? Aber was für ein Anfänger. Kann man das Licht eigentlich ausmachen? Nee, kann man nicht. Minecraft und Fortnite. Minecraft ist cool. Finde ich auch sehr geil. Aber wie gesagt, Fortnite. Habe ich keine Ahnung, wie das ist. Oh, da geht's nochmal runter. GTA 5 ist auch cool. Red Dead Redemption 2 auch. Das hat Spaß gemacht. Ach, hier geht's nochmal. Geronimo. Wo ist der Eingang? Ach, da. Hier liegt eine Bibel. Ja, die schwimmt hier auch rum. Hier war diese Achterbahn. Spoiler mich doch noch nicht. Ich bin doch noch gar nicht da. So, ich dachte, du wärst schon hier. Mensch. Mensch, bist du langsam geworden. Mit zunehmendem Alter wird man aber langsamer. Ja, die Achterbahn-Baupläne. Yippie. Was habe ich jetzt eigentlich an? Oh, du hast einen Anzug. Du auch. Hey, du hast ja gar kein, du hast ja gar keine Rüstung mehr. Nö, warte. Jetzt aber. Huh. Ja. Da hast du ein Auge auf dem Arm. Oh, das sind Babyschildkröten hier. Die wurden für das Modell hier Armbrustbolzen gesammelt. Das ist da oben oder was? Ne, hier unten in der Ecke. So, ich dachte schon. Kommt man da überhaupt hoch? Da. Selbst wenn, was willst du da oben? Gucken, was es da gibt. Gar nichts. Tschüss. Das Feuer lasse ich mal hier für die Eingeborenen. Ja, hier kommen ja auch garantiert Eingeborene rein. Ja, irgendeiner muss ja hergekommen sein. Das waren keine Eingeborenen, glaube ich. Das waren irgendwelche anderen. Sicher. Kreaturen. Kreaturen. Kreatürken. Kreatürken? Ja. Das ist mein Kreatürke. Ich darf sowas sagen. Deswegen frage ich dich. Ja, so ähnlich. Tja. Wenn ich zu lange in diesem Spiel tauche, kriege ich keine Luft mehr. Warum? Weiß nicht. Aus?
Nee, allgemein so. Das Atmen in Real Life, das ist so drückend irgendwie. Was? Was? Das Atmen im Real Life ist. Ja, wenn ich als unter Atmen. Wasser bin, ist das so drückend irgendwie. Ich will mal kurz zu dieser anderen Insel hier links mal hin. Mal gucken, ob da irgendwas war, ein Waffenteil oder so. Ja, ich gehe mal hier rüber. Wen guckst du auf YouTube? Unterschiedlich. Hauptsächlich gucke ich auf YouTube viele Technikvideos wie Turn On, Alexi Bexi. Oder Gritzelpixel. Das ist auch Kritzelpixel. cool. Ja, fürs Zeichnen und so hole ich mir da immer so ein paar Anregungen. Auch bekannt als die Honeyball. Den Namen kennen, glaube ich, die meisten. Das wäre die perfekte Insel zum Bauen. Weil hier ist das Land nicht so weit entfernt. Das wäre eine richtig coole Insel zum Bauen. Ja, viel Spaß. Ja, guck mal, das sind vielleicht 10 Meter zum Land. Ich Und glaube, da hinten habe ich mal, wo ich das erste Mal Forest gespielt habe, gebaut. hier auf dieser Insel. Wenn mich der Eindruck jetzt nicht täuscht. Kennst du Chaos Floh? Ich glaube nicht. Ich hätte mal der. Macht Fortnite Let's Plays oder so, oder Minecraft, weil dann kenne ich ihn nicht. Gehst du gerade Richtung Haus? Ich gehe gerade Richtung dir. Ach, du schwimmst da noch. Ich Ja, sehe ich nur zwischendurch schwimme. deinen Kopf. Minecraft macht der, okay. Man muss ihn mir mal anschauen. Macht der Minecraft oder Life in the Woods? Ist das ein anderes Spiel? Oder ist das nicht einfach nur Mod von Minecraft? Ja. Das erweitert Minecraft um was weiß ich, wie viel Zeug. Und dann gibt es noch Life in the Woods After Humans. Also was. Auch doch keine Fackel, Mensch. Guck mal. Von hier aus auf die Insel. Das wäre richtig gut. Minecraft, okay. Muss ich mir mal geben. Chaos Floh. Von hier aus so ein Steg darüber und da drüber einfach so ein, keine Ahnung, eine Bude Oh. gebaut. Und den könnte ich jetzt auch vertragen. Ein Steg. Eine Möwe im Flug gekillt. Und die. Die ist in deine Axt gelaufen. Geflogen. 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 Wisst ihr. Es ist zu spät. Zu spät, zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Nee, ich renne jetzt weg. Ich kann jetzt leider nicht auf dich warten. Aber das hier ist Oh, auch cool hier. Hier die Ecke. ess mal einen Snickers. Tim, das passt eher zu dir. Warum? Tim ist ein Snickers. Ja. Wenn du hungrig bist, bist du zu Diva. Du heißt Okay, auch so. Da ich passt komme der jetzt Name. wieder in die Nähe. Ich heiße nicht so. Ich heiße Floki. Floki. Loki. Loki. Floki. Jetzt mal im Ernst, das ist ja auch hier eine coole Gegend für so eine Base. Warum haben wir nicht hier aufgebaut? Mist. Weil wir unbedingt da wollten, wo andauernd Kannibalenstämme vorbeirennen. Ja, warum auch immer. Kann ich nicht nachvollziehen. Weil das Aufregung bietet, Abwechslung im Leben. Wir sind doch nie da.
Lauf immer woanders rum. Und wenn wir da sind, haben wir ordentlich. Ja, aber das nervt auch manchmal. Also wirklich, da will man gerade irgendwas bauen. Da kommt wieder Warum einer ist von Flo diesen. okay? Mein Name ist angelehnt an den Charakter aus der Serie Vikings von Amazon Prime. Da gibt es einen Floki, der wird allerdings ohne Haar geschrieben. Und den finde ich recht cool. Oh, Deswegen Beeren. Floki und nicht Floki. Obwohl Floki wäre auch cool. Du hast den Flow. Key. Flow Key. Du hast den Flow Schlüssel. Ja.